Und da haben wir unsere Trollolol Blasto Zysten. Heute wird nicht gezüstet, Blastos. Batterbang. Oh. Leiter. Bombe. Schlüssel. Und die Karte interessiert mich. Die Teufelskarte. Nehme ich mit. Außer ich bekomme gleich nochmal 3 Millionen Strüllelül Zollerloll Schaden. Dann nee. Ich kann ja rüberlaufen jetzt. So, hoffen wir, dass ich jetzt kein Buch vergessen habe und in der Bücherei jetzt normale Items spawnen. Wenn in der Bücherei jetzt gleich normale Spacebar-Items spawnen, dann mache ich, glaube ich, einen Salto nach rückwärts. Weil eigentlich müsste es sein, wenn man alle Bücher benutzt hat. Zumindest so, wie ich es mal gelesen habe. Also, komm! Nein! Zweimal Book of Belial! So eine Kacke! Obwohl, das eigentlich sogar wieder ein nützliches Item wäre. Erhöht ja meinen Schaden drastisch. Ich ziehe es mal in Betracht. Vielleicht war das genau jetzt sogar das perfekte Item, was ich brauchte. Aber ich werde nochmal den Würfel mitnehmen für den Itemraum. Ich werde mal versuchen, ihn aufzuladen, den Würfel. Vielleicht kann ich gleich im Itemraum eben das dümmste Item, was ich bekomme, changen. Oh, zwei blaue Herzen. Und hier haben wir Kompass. Okay. Nein, die Zitrone! Warum? Die ist total grottig. Guckt euch den Effekt an. Das war's. Der hält noch nicht mal lange an. 3, 2, 1. Weg ist er. Scheiße. Okay, nehmen wir den Kompass mit. Ich will meinen Würfel auffüllen. Natürlich mit hässlichen Dingern. Das kriegen wir auch hin. Leicht ausweichen, leicht ausweichen. Zumindest versuchen. Irgendwie klappt es ja schon. Wenn ich das töte, was ich nicht vorhabe zu töten. Nummer 1. Oh, Springis, Springis. Und tot. Natürlich. Mal los. Zwei weg. Und drei weg. Und Nummer 4 weg. Ja. Okay, eine Aufnahme für Würfel. Verkackt. Könnte mich so ein bisschen aufregen. Ne, vielleicht habe ich nochmal Glück. Ich versuche mal irgendwas. Irgendwo muss ja der Geheimraum sein. Den dürfen wir ja nicht vergessen. Klicker. Ah. Drei Münzen. Scheiße. Okay, ich hole mir jetzt das Buch auf Belial. Lasse dafür meinen Würfel zurück. Ich denke einfach, für das Buch auf Belial ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir haben genug Chance gehabt, um unsere Items zu wechseln. Es ist immer schief gegangen. Deswegen sollte mich das eigentlich gut voranbringen, das Buch, nicht die Würfel. Weil sonst habe ich nämlich das Gefühl, dass ich in der nächsten Zeit nicht mehr so die besten Items durchs Changen bekommen kann. Ab Ende nächster Etage gibt es ja sowieso keine Itemräume mehr. Deswegen kann ich jetzt besser schon den Würfel das Buch mitnehmen. Ich meine, mehr Schaden ist immer gut. Ich versuche mich mal bis 35 Münzen. Man kann ja Glück haben. Manchmal soll das vorkommen, ohne Scheiß. Na komm. 37. 36. Full Health Pille. Oh, muss ich nochmal zweimal versuchen. Sorry. Das ist unglaublich. Aber das war vielleicht ein Zeichen Gottes. So, was haben wir hier? Full Health Pille und ich will die Boards of Steel Pille. So, oh. Teufelskarte will ich nicht. Und noch einmal, ganz zufällig das Ding berührt. Mit Pretty Fly drittes. Yes! Entschuldigung. Ich hab so ganz knapp drauf gehofft, dass ich noch eine dritte Pretty Fly bekomme. Und ich hab sie bekommen. Oh, natürlich gegen. Na nee, das gibt's doch jetzt nicht. Hoffen wir diesmal ohne Bug. Ich habe jetzt auch schön mein Item aktiviert. Würde mich nichts von treffen? Nein.
Das wird knapp werden. Nein. So, friss meine starken Schüsse, du stummer Spasti. Na komm, back dich noch mehr. Jetzt auch mal hinterher, komm schon. Ich weiß auch, dass du es willst. Ich weiß auch, dass du es willst. Das war blöd, das war blöd. Das war auch blöd. Ein Engelsraum. You have been blessed. Ich weiß gar nicht mehr, was es macht, aber ich bin geblessed und ich leuchte jetzt gelb. Okay, Tiefe Nummer 2. Diesmal mit Kompass aktiviert. Sehr schön. Gehen wir runter. Da haben wir gleich, was wir wollen. So, na komm, lasst euch doch mal treffen, ihr kleinen Scheiß. Hunde, ich nenne sie ja mal gerne Hunde. Ich weiß nicht warum. Sie haben so diesen Hundeblick drauf irgendwie. Ach, was sich das irgendwie total dumm anhört. Also, sie sind total südlich. So, tot und. The Virus Poison Touch. Nutzlos. Nutzlos. Gehen wir nochmal nach oben für den Shoppy. Und wir haben übrigens gleich. Oh, ich hab's aufgemacht, oder? Das gibt's doch gar nicht. Moment, ich muss eben Schlüssel würfeln. Ich brauche nicht noch mehr Bomben mit dem Burn Penny. Ich brauche Schlüssel, weil ich schon wieder verdammte Ding aus Versehen aufgemacht habe. Das ist doch so eine Kacke. Ja, lauf in mich, friss meinen Poison Touch. Ich bin sowieso gegen Schüsse unverwundbar. Temperance. Ja, okay, das war die Scheißkarte. Oh, Münzen. Brauche ich auch. Schlüssel. Oh, unangenehm. Oh, das funktioniert. Ohne Scheiß. Also, ah, natürlich kriege ich einmal Damage. Muss ja sein. Ist ja schon Pflicht. Auch noch so ein Raum. Wie geht dies? Tod. Schlüssel. Gehen wir runter. Gehen wir schon mal direkt zum Boss. Halt die Fresse, Handy. Bist nicht so cool, wie du denkst. Wenn es hier gerade mehr mit Ausweichen und Lacker zu tun hat, aber. Auch sterben gerade. Yes! Oh, ein blauer Stein, der erste, den wir sehen. Oder den ich sehe. Hey, Sulfur, du hast einen blauen Stein vergessen. Ich weiß. So, jetzt gehen wir aber in den Shop. Jetzt gehen wir in den Shop. So. Jetzt hätte ich fast schon wieder das Ding geöffnet. Ich glaube, dann hätte ich meine Tastatur gegen das Fenster geworfen. Batterie, eigentlich völlig nutzlos für uns. Und eine TSA-Pille. Nützlich für uns, nicht nutzlos. So, ich glaube, wir sind jetzt auch bei maximaler Schussgeschwindigkeit. Nee, noch nicht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob sich die Anzeigen wirklich richtig updaten. Teilweise bei damage-erhöhenden Items wird das nicht updated. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber naja. So, gehen wir nochmal in den Gambling-Raum. Das, worauf ich hoffe, sind Pillen. Das heißt, ich werde eben kurz am Automaten spielen, eine Runde. Mit Pillen kann ich wirklich viel reißen. Ich möchte gerne Health-Up-Pille haben, und zwar mehrere. The fuck? Wieso hat er jetzt gerade ein... Hä? Wollte ich doch sprengen! Nun ja, einziger großer Nachteil ist, ich muss das weiße Herz nehmen, weil ich später nicht mehr aus dem Bossraum rauskomme. Oh. Ich gäbe nur eine kurze Runde, also keine Sorge. Und vielleicht doch Sorge. Vielleicht können wir mal eben so eine Minute vorspulen. Ich glaube, wir verpassen nicht wirklich viel. Außer, dass ich sinnlosen Scheiß laufe. Aber kennt ihr ja von mir. So, und eine Pille. Wieder eine TSA. Nee, Boards of Steel Pille. Perfekt, um mein weißes Herz später zu behalten. Die Full Health Pille will ich mir definitiv ganz gut aufsparen. Und noch ein blaues Herz. Sehr schön. Und der Dollar! Yes, der fehlte mir noch in meiner Kollektion.
Sehr schön. So Leute, ich habe den Dollar bekommen, das heißt, ich kann jetzt 99 Mal spielen. Das heißt, der nächste Gambling-Automat wird meiner sein. Und nein, keine Sorge, ich werde jetzt nicht 99 Mal den Ding spielen. Nur eben dreimal irgendwie so, um zu gucken, ob ich vielleicht ein random gutes Trinket bekomme. Nein. Okay. Maschine sagt nein. Nein. Herpy Derpy Derpy. Der geheime Geheimraum. Praktisch. Schlüssel. Yes! Oh! Eigentlich traurig, dass ich es jetzt so verwenden muss, aber. Schade, dass man das nicht doppelt verwenden kann. Oder kann man das. Nee, das kann man ja nicht doppeln. Man muss ja in die nächste Etage. Na egal, so ist man mein Herz jetzt schon definitiv sicher. Und wir gehen zur Mutter. Hallo, Mom. How have been you today? Immerhin keine Supermutter wie beim letzten Mal. Mit ihren mega schnell stampfenden Füßen. Niemals. So ist aber auch relativ easy momentan. Ich betze das einfach nur eben schnell weg. Nope. Hat nicht geklappt. Jetzt müssen sie aber. Nein, oder auch nicht. Versuch ein bisschen die Bombe zum Fuß zu kriegen, aber nee. Das wäre viel zu cool. Okay. Na komm. Bisschen töten darf doch schon sein. Nein. So, besiegt. Mutterschuhe für Range und das Polaroid, was wir natürlich mitnehmen, weil warum nicht Polaroid? Warum nicht später an Dings versuchen? Und nein, wir gehen nicht in die Bücherei, wir gehen hier hin. Machen das Ding kaputt. Kommen ein nützliches Item raus. Oder nicht daraus, sondern woanders raus, aber egal. Nummer 1 ist tot. Oh, meine Fliegen sind sehr gut. Die werden einfach den Kugelschaden ab. Ich finde das so geil. Einfach nicht durchkommt. Seht ihr? Ich kann da so stehen bleiben. Das wird einfach von den Fliegen abgefangen. Das ist so cool. Und ich wette, ich bin falsch gelaufen. Ich wette, ich musste oben lang. Werde ich aber voll das Kotzen kriegen. Oh, wisst ihr was? 1. Wow. That was lucky. Oh, wie ich sie hasse. Bleibt doch mal an einer Stelle, Leute. So.